Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video aus der Reihe Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wir haben uns in den letzten Videos relativ intensiv mit so verschiedenen Kenngrößen beschäftigt, die man Zufallsvariablen so zuordnen kann. Also wir haben zum Beispiel den Erwartungswert kennengelernt als einen Wert, den ich halt bei diesem Zufallsexperiment auf lange Sicht gesehen im Mittel erwarten würde. Oder wir haben die Varianz kennengelernt als ein Maß dafür, wie stark die Zufallsvariable um diesen Erwartungswert streut. Und wir haben auch ganz allgemein die Momente eingeführt und daraus weitere Kenngrößen abgeleitet, wie zum Beispiel die Kurtosis oder die Schiefe einer Verteilung. Und heute in diesem Video möchte ich jetzt nochmal drei weitere Kenngrößen einführen, die man Zufallsvariablen so zuordnen kann, die sich aber nicht als Moment darstellen lassen, die dann also gegebenenfalls auch andere Eigenschaften haben und damit dann eben halt auch manchmal Vor- oder Nachteile haben und die einfach generell helfen sollen, die Verteilung von Zufallsvariablen zu charakterisieren und darüber eben Aussagen treffen zu können. Und beginnen möchte ich damit, also wir kennen den Erwartungswert bereits als Lageparameter. Wir wissen, dass der Erwartungswert uns angibt, wo sich die Ausprägungen der Zufallsvariable im Mittel so aufhalten. Und der Modus einer Verteilung ist jetzt das wahrscheinlichste Elementarereignis. Also das definiere ich einfach als das wahrscheinlichste Elementarereignis. Und davon kann es mehrere geben. In so einem Fall nennt man die Verteilung multimodal. Bei genau zwei Modi sagt man auch, dass die Verteilung bimodal ist. Und wenn der Modus eindeutig ist, dann heißt die Verteilung unimodal. Und das ist natürlich was anderes als der Erwartungswert. Wir haben schon mal gesagt und auch gesehen, dass es durchaus Verteilungen gibt, bei denen der Erwartungswert gar kein Elementarereignis bildet. Also der Erwartungswert kann gar nicht vorkommen, während der Modus natürlich als das wahrscheinlichste Elementarereignis immer halt ein Elementarereignis ist und deswegen halt auch immer angenommen werden kann. Das ist sogar der Wert, der am wahrscheinlichsten angenommen wird, wenn er denn eindeutig ist. Ich habe hier nochmal so ein Beispiel. Diese Verteilung, die hatten wir uns schon mal angeschaut. Also die Zufallsvariable soll die Werte minus 1, 0 und 1 annehmen können, wobei eben die minus 1 mit der Wahrscheinlichkeit ein Sechstel, die 0 mit der Wahrscheinlichkeit ein Drittel und die 1 mit der Wahrscheinlichkeit ein Halb angenommen werden soll. Und dann hatten wir uns schon mal überlegt, dass der Erwartungswert von dieser Zufallsvariable ein Drittel ist. Das kann man aber auch relativ leicht nachrechnen, weil im Grunde rechne ich ja nur minus 1 mal ein Sechstel plus 1 mal ein Halb. Diese 0 hier in der Mitte, die fällt ja eh raus. Das ist genau ein Drittel. Also der Erwartungswert liegt so grob auf der Skala etwa hier und kann natürlich nie angenommen werden. Der Modus ist aber 1, weil der Modus ja das wahrscheinlichste Elementarereignis bildet. Und das ist genau das hier. Das hat nämlich die Wahrscheinlichkeit 50% und ist das, was also sozusagen am häufigsten vorkommt. Ein anderes Konzept verfolgt der Median. Und zwar der Median einer Zufallsvariable ist derjenige Wert, für welchen die Hälfte der Zufallsvariablen Masse links liegt und die andere Hälfte dieser Zufallsvariablen Masse soll rechts liegen. Formal ausgedrückt bedeutet das eben, dass der Median m derjenige Wert ist, für den eben gilt, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable einen Wert kleiner als m annimmt, soll mindestens ein Halb sein. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable einen Wert größer oder gleich m annimmt, soll ebenfalls mindestens ein Halb sein. Dieses mindestens ein Halb brauchen wir, weil eben halt auch bei den Medianen wieder das Problem ist, dass für gerade für diskrete Verteilungen der Median eben nicht eindeutig ist, dass es also durchaus mehrere Werte geben kann, für die diese Eigenschaft hier erfüllt ist. Das tritt gerade bei diskreten Verteilungen, über die wir in diesem Teil der Reihe hier reden wollen, halt relativ häufig auf. Und dann kann man zum Beispielsweise sagen, ich entscheide mich für den kleinstmöglichen Wert, der diese Eigenschaft hier erfüllt. Genauso könnte ich auch sagen, ich entscheide mich für den größtmöglichen Wert oder ich entscheide mich für den Wert, der da in der Mitte liegt zwischen diesen beiden größten und kleinsten. Das ist fast schon egal, man muss es nur einheitlich machen. Insbesondere muss man sich dann über diese Definition einig sein, wenn man den Median heranziehen möchte, um
etwas über zwei verschiedene Zufallsvariablen auszusagen, als wenn man die in irgendeiner Weise miteinander vergleichen möchte, basierend auf dem Median. Dann muss man natürlich sicherstellen, dass man für beide Zufallsvariablen immer entweder den kleinsten oder den größten oder was auch immer, dass man dasselbe halt gemacht hat für beide Zufallsvariablen. Auch hier nochmal das Beispiel mit dieser Zufallsvariable. Und hier ist eben der Median, sind im Grunde alle Zahlen, die zwischen 0 und 1 liegen, weil ab der 0 ist es eben so, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable kleiner gleich 0 ist, ist eben halt 1/2. Das ist genau diese Masse hier. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable größer gleich 0 ist, ist eben in dem Fall sogar größer gleich 1/2. Weil es ist ja dieses 1/3 plus dieses 1/2. Das erfüllt genau diese Eigenschaft hier oben. Wenn ich mich hier in diesem Bereich befinde, also bei minus 1 oder bei minus 0,5 beispielsweise, dann gilt das nicht mehr. Ne? Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable kleiner ist als dieser Grenzwert hier, ist eben nur noch 1/6 und nicht mehr größer gleich 1/2. Ab dieser 0 gilt die Eigenschaft und die gilt eben bis zur 1. Bis hierhin gilt sie, weil auch hier gilt wieder alles, was die Zufallsvariable, also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable kleiner gleich 1 ist, ist in dem Fall sogar 1. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable größer gleich 1 ist, ist 1/2. Also dann ist die Eigenschaft immer noch erfüllt. Wenn ich mich jetzt rechts von der 1 aufhalte, dann gilt die Eigenschaft nicht mehr, weil die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable kleiner gleich 2 beispielsweise ist, die ist natürlich 1. Die Zufallsvariable ist immer kleiner gleich 2. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Größe gleich 2 ist, ist 0. Sie kann nicht größer sein als 2. Also diese Medianeigenschaft wird für alle Zahlen zwischen 0 und 1 erfüllt. Und man könnte sich jetzt zum Beispiel darauf einigen, zu sagen, der Median soll der kleinstmögliche Wert sein, also 0, oder eben halt die Mitte, also 1/2. Das ist Definitionssache. Diskutieren wir noch ein paar Eigenschaften. Ich hatte schon gesagt, der Erwartungswert existiert ja nicht immer. Es gibt durchaus Verteilungen, zum Beispiel das St. Petersburger Spiel war so ein Beispiel dafür. Also es existieren Verteilungen, bei denen man den Erwartungswert nicht sinnvoll definieren kann, während Modus und Median immer existieren, aber leider nicht immer eindeutig sind. Es gibt durchaus eben bimodale oder multimodale Verteilungen, da gibt es mehrere Modi. Bei der Laplace-Verteilung, wo alle Elementarereignisse gleich wahrscheinlich sein sollen, sind sogar alle Elementarereignisse Modi. Da hilft der Modus mir im Grunde überhaupt nicht, irgendetwas auszusagen. Und der Median, auch da haben wir schon gesehen, kann es durchaus mehrere sinnvolle Definitionen geben. Das ist also nicht unbedingt immer eindeutig. Dafür existiert es halt immer. Und jetzt ist es weiterhin so, dass wenn ich eine injektive Funktion f habe, also Injektivität bedeutet in der Mathematik, dass ich eine Funktion f habe, mit der Eigenschaft, dass für alle Paare a und b, also für alle Zahlen a und b, die ich in diese Funktion so reinstecken kann, gilt, wenn die Zahlen verschieden sind, dann ist auch das, was die Funktion daraus macht, verschieden. Also die Funktion bildet unterschiedliche Werte auch immer auf unterschiedliche Funktionswerte ab. Und es ist eben niemals so, dass ich zum Beispiel eine 1 und eine 2 in die Funktion reinstecke und in beiden Fällen kommt 3 raus. Sondern wenn ich 1 und 2 in die Funktion reinstecke, dann kommt irgendwie 3 und 4 raus, aber eben nicht dasselbe. Und dann gilt, dass der Modus also wenn ich dann jetzt sozusagen die Zufallsvariable durch diese injektive Funktion projiziere und ich mich für den Modus dieser neuen Zufallsvariable interessiere, dann kann ich eben beweisen, dass der sich ergibt als der Modus der originalen Zufallsvariable und das eben durch die Funktion f projiziert. Da werden wir gleich noch ein Beispiel zu sehen, dass das so sein muss. Und weiter gilt für streng monotone Funktionen, das ist ja eine zusätzliche Einschränkung, die wir hier machen. Streng monoton bedeutet eben, dass wenn ich halt zwei Werte habe, a und b, wobei a echt größer ist als b, dann soll gelten, dass f von a auch echt größer ist als f von b. Alternativ dazu ginge aber auch, dass f von a echt kleiner ist als b. Das bedeutet also, dass die Funktion mit steigenden Eignungsgrößen halt auch immer größer wird oder immer kleiner wird. Es ist nicht wichtig, ob sie größer oder kleiner wird, aber sie darf auf jeden Fall nicht mal größer und mal kleiner werden, sondern sie muss eben diese Monotonität haben. Das heißt also, wenn ich auf dem Zahlenstrahl nach rechts gehe, dann wird die Funktion immer höher oder immer niedriger, eins von beiden. Und dann gilt weiterhin,
dass wenn ich jetzt die Zufallsvariable durch diese Funktion projiziere und ich mir den Median davon anschaue, dass ich da den berechnen kann als den Median dieser Zufallsvariable und das dann eben durch die Funktion projiziert. Ich hatte schon gesagt, ich wollte ein Beispiel dazu machen, wo man das auch einsehen kann, dass das so ist. Also hier habe ich mal so eine Zufallsvariable mir überlegt, die die Werte 1, 2, 4, 9, 16, 25 und 36 annehmen können soll. Und zwar soll sie das mit der Wahrscheinlichkeit 1 Sechstel, 2 Sechstel, 3 Sechstel, 4 Sechstel, 3 Sechstel, 16. 1 Sechzehntel, 2 Sechzehntel, 3 Sechzehntel, 4 Sechzehntel, 3 Sechzehntel, 2 Sechzehntel und 1 Sechzehntel tun. Und der Modus wäre ja zum Beispiel das hier, also das wahrscheinlichste Element hier ist die 9 ganz offensichtlich. Und die ist eben halt auch median in dem Fall, weil es eben gilt, dass alles, was links von hier ist, also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable kleiner gleich 9 ist, die ist eben 1 plus 2 plus 3 plus 4 Sechzehntel, ja, also kleiner als 10 Sechzehntel, was offensichtlich größer gleich 1/2 ist. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable größer oder gleich diese 4 Sechzehntel ist, das ist ebenfalls größer gleich 1/2. Also die 9 ist Modus und Median von dieser Zufallsvariable hier. Und wenn ich jetzt als Funktion f die Wurzelfunktion wähle, also ich bilde jetzt diese Ausprägungen auf ihre Wurzel ab, also die 1 bilde ich auf 1 ab, die 2 bilde ich auf Wurzel 2 ab, was 1,4 etwa ist, die 4 bilde ich auf 2 ab, die 9 bilde ich auf die 3 ab, die 16 bilde ich auf die 4 ab, die 25 auf 5 und die 36 auf 6, dann ergibt sich ja diese neue Verteilung hier mit im Grunde ja den gleichen Wahrscheinlichkeiten. Und diese Injektivität, die garantiert mir jetzt, dass ich nicht zwei von diesen Zahlen hier auf dieselbe Zahl hier abbilde, dann müsste ich ja deren Wahrscheinlichkeitsbalken quasi addieren. Die Wahrscheinlichkeit müsste ich dann ja aufaddieren. Und da ich da die Funktion injektiv ist, kann das nicht passieren. Das heißt also, die Balkenhöhen sind nachher genauso hoch wie vorher. Die Zahlen hier unten, die heißen jetzt anders, weil die sich ja durch diese neuen Funktionswerte ergeben. Aber da ich eben weiß, dass ich quasi genauso viele Balken habe wie vorher und dass jeder Balken auf genau eine andere Zahl abgebildet wird, bleiben die Balkenhöhen natürlich identisch. Und das wiederum heißt, das, was vorher Modus war, also das, was vorher das wahrscheinlichste Element war, das, was vorher den höchsten Balken hatte, hat den hinterher auch noch. Und deswegen gilt eben, dass der Modus sich von diesen injektiven Funktionen nicht beeinflussen lässt. Man muss natürlich dann den Modus bilden und durch die Funktion durchstecken, um quasi den neuen Namen in Anführungsstrichen dieses Elementarereignisses zu kriegen. Aber es ist auf jeden Fall dieser funktionale Zusammenhang hier gegeben. Und wenn die Funktion jetzt zusätzlich noch streng monoton ist, dann habe ich ja behauptet, dass das für den Median genauso gilt. Und auch das kann man sich ja in dieser Grafik relativ gut überlegen. Median sagt ja, es war ja die Eigenschaft, dass ich hier dieses Element wähle, weil links davon mindestens die Hälfte der Masse liegt und rechts davon ebenfalls mindestens die Hälfte der Masse liegt. Und wenn ich jetzt den Elementen neue Namen gebe, also in diese Funktion f reinstecke, aber eben die Eigenschaft gilt, dass höhere Eingangswerte auch zu höheren Ausgangswerten führen, dann bedeutet das, dass alle Elemente, die vorher rechts von den Median lagen, hinterher ebenfalls rechts vom Median liegen müssen. Und alle Elemente, die vorher links vom Median gelegen haben, liegen jetzt immer noch links vom Median. Oder anders ausgedrückt, wenn ich diese Elemente, diese drei plus den Median, also diese vier Elemente, wenn ich die brauche, um links mindestens die Hälfte der Masse zu erzeugen, dann brauche ich genau diese vier Elemente hinterher auch. Weil die eben halt nach wie vor links von den anderen Elementen liegen. Und genauso, wenn ich vorher diese vier Elemente brauchte, um mindestens die Hälfte der Masse auf der rechten Seite zu kriegen, dann brauche ich genau diese Elemente hinterher auch wieder, weil die ja nach wie vor rechts von den anderen Elementen liegen müssen. Das folgt aus dieser Monotonität. Ja, also, wenn die Funktion injektiv ist, also verschiedene Zahlen auf verschiedene Ergebnisse abbildet, dann kann ich den Modus so berechnen, weil
eine bestimmte, weil zwei Zahlen nicht auf dieselbe Zahl abgebildet werden, deren Wahrscheinlichkeiten sich also nicht verändern. Das heißt, die Höhe dieser Balken bleibt identisch und damit ist das, was vorher das wahrscheinlichste Element war, hinterher immer noch das wahrscheinlichste Element. Und aufgrund dieser wenn diese Monotonität auch noch gilt, dann ist alles das, was vorher links vom Median war, auch noch links vom Median nach der Abbildung. Und alles das, was vorher rechts vom Median war, ist hinterher ebenfalls rechts vom Median. Und damit bleibt auch dieser Median, dieses Median-Element erhalten. Auch da muss ich mir nur den neuen Namen geben, aber ich muss nicht einen neuen Median bestimmen. Dass diese Injektivität so wichtig ist, sieht man zum Beispiel hier in diesem Beispiel nochmal. Wenn wir diese Zufallsvariable uns anschauen, die Werte minus 1, 0 und 1 annehmen können soll, mit diesen Wahrscheinlichkeiten hier, 3 Elftel, 5 Elftel, 3 Elftel, dann ist der Median hier offensichtlich 0, weil ab hier liegt genau links und rechts jeweils die Hälfte. Und wenn ich jetzt aber das Ganze, wenn ich jetzt die Zufallsvariable aber quadriere, dann würde diese minus 1 und diese plus 1 jeweils auf 1 abgebildet werden. Also diese verschiedenen Eingangsgrößen würden auf dasselbe Element 1 abgebildet werden. Und dementsprechend hätte das dieser neue Balken die Wahrscheinlichkeit 6 Elftel und nicht mehr nur 3 Elftel und wäre jetzt auf einmal der neue Modus. Also wenn diese Injektivität nicht gilt, dann kann ich auch nicht mehr so einfach etwas über den Modus aussagen, weil ich eben halt die Gefahr laufe, dass zwei Elemente, die vorher verschieden waren, auf dasselbe abgebildet werden, deren Wahrscheinlichkeiten addieren sich dann, und dann könnten die eben höher sein als das, was eben früher der Modus war. Gut, das letzte, diese Kenngröße, die ich noch einführen wollte, waren die sogenannten Quantile. Das ist eine Verallgemeinerung von dem, was wir für den Median eh schon gemacht haben. Und dabei nennen wir diese Menge der Epsilon P. Das soll die Menge aller reellen Zahlen x sein, für die eben gilt, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable einen Wert kleiner gleich x annimmt, soll mindestens p sein. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable einen Wert größer gleich x annimmt, soll eben halt mindestens diese Restwahrscheinlichkeit 1 minus p sein. Das nennt man die Menge der p-Quantile, weil auch die wieder nicht unbedingt eindeutig sind. Also auch da könnte es wieder mehrere Elemente geben, für die diese Eigenschaft gilt. Und dann könnte man zum Beispiel wieder sagen, wenn das jetzt nicht eindeutig ist, dann wähle ich das kleinstmögliche oder das größtmögliche oder das Mittel davon oder irgendwie sowas. Ja, müsste man halt geeignet definieren. Und die Quantile machen ähnlich wie das mit dem Median, wie der Median das schon gemacht hat, die teilen eben die Masse der Zufallsvariable in zwei Teile, wobei links vom Quantil die Wahrscheinlichkeitsmasse p liegen soll und rechts die verbleibende Masse 1 minus p liegt. Ich habe das hier mal mir so eine Grafik mal rausgesucht, wo man das ganz gut sehen kann. Also hier soll sozusagen die Ausprägung der Zufallsvariable sein und hier in gewisser Weise die, ja, in dem Fall ist es jetzt eine kontinuierliche Verteilung, also das ist nicht exakt die Wahrscheinlichkeit, aber im Grunde kann man sich das halt so ein bisschen so vorstellen, dass hier in gewisser Weise die Masse liegt und das 50% Quantil, also das wäre genau der Median, das ist hier diese dunkelgrüne Fläche, das ist derjenige Bereich, ab dem links die eine Hälfte dieser Masse liegt und rechts die andere Hälfte dieser Masse. Also diese grüne Fläche ist quasi genauso groß wie diese restliche Fläche hier. Und dieses 0,75 Quantil, das 75% Quantil, das wäre hier, das hätte sogar die Eigenschaft, dass links davon 75% der Masse liegt, während rechts nur noch 25% der Masse liegen. Das Gelbe hier, das 90% Quantil, heißt eben, dass hier genau die Grenze ist, wo links 90% der Masse ist und rechts die verbleibenden 10%. Und so weiter und so fort. Ja, das war's auch schon wieder. Wir haben mit dem Modus, den Median und den Quantilen drei weitere Kenngrößen kennengelernt, die man Zufallsvariablen so zuordnen kann und die eben helfen, Eigenschaften dieser Zufallsvariable zu beschreiben. Modus und Median und Quantile lassen sich nicht als Momente darstellen, sind also etwas Neues, etwas anderes und haben deswegen auch leicht andere Eigenschaften. Die haben wir kennengelernt und die kann man sich merken, weil sie eben alle auch wieder helfen, den Modus Median oder Quantile eben zu berechnen von Zufallsvariablen, die vielleicht ein bisschen komplizierter sind als das, was wir bisher so besprochen haben. Das war's auch schon wieder. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Anregungen habt, dann postet sie doch gerne. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!